Hallo, liebe Leute, und herzlich willkommen zu einer weiteren Geisterjagd Invasmophobia. Schön, dass ihr wieder mit mir auf der Jagd seid. Erneut eine ungemütlich regnerische Gewitternacht, heute unterwegs im Edgefield Street House, dem zweitgrößten der Vorstadthäuser, wo ein besonders aggressiver Geist auf uns wartet, und er hat folgende Aufgaben mitgebracht. Lassen Sie einen Geist durchs Salz wandern. Machen Sie ein Foto vom Geist und finden Sie Beweise für übliche Ereignisse mit einem EMF-Reader. Und unser Geist ist Grant Clark. Auch wieder einer von den neuen Namen. Okay, Grant Clark. Wo ist dein Grant Generator? In der Garage. Das ist super. Grants Garagengenerator. Taschenlampe. Fotoapparat für ein Geisterfoto. Bisschen den Ton an. Und wollen wir vielleicht mal wieder ein Thermometer mitnehmen? Das machen wir. Kein EMF. Oder vielleicht lieber Thermometer und EMF und lieber kein Fotoapparat erstmal. Wir gehen erstmal los. Wir gehen erstmal so los. Wir müssen ja sowieso erstmal Strom anmachen. So, Ton ist hoffentlich laut genug, dass auch alle was davon haben. Wenn der Geist loslegt. So, Grant. Ich hoffe, du lässt uns erstmal wieder reinkommen. Die letzten Geister waren alle so ein bisschen eiskaltes Händchen. Liegt hier erstmal rum. Nehmen wir mit. Sehr schön, wir haben schon mal einen Knochen gefunden. Fängt gut an. So, hier liegt kein Ouija-Board rum. Ich würde sagen, erstmal Strom anmachen, sonst hilft uns das Thermometer nichts. Das ist immer gut. Grant bleibt erstmal ruhig, Türen alle zu hier. So. Dafür können wir sogar noch ein bisschen lauter machen, oder? Dann machen wir mal so. Erstmal gucken, vielleicht haben wir hier auch. Nee, ist voll. Okay. Garagenversteck ist schon mal ausgefallen. Aber wir haben Strom. Raus. Tür zu. Gib uns mal ein Zeichen. Bist du vielleicht irgendwo hier? Wir machen erstmal Licht an, solange. Was hier vorne? Tarotkarten? Können ja mal gucken, ob wir mal probeweise eine benutzen. Hab mich ein bisschen erschrocken. Gib uns mal ein Zeichen. Bist du vielleicht hier unten? Ich glaube, er ist eher oben, Leute. Jetzt so vom Gefühl her spontan, würde ich sagen. Bis jetzt hört man auch noch gar nichts. Der Regen ist aber auch ziemlich laut, finde ich. Wir gucken mal, ob wir schon was sehen von der Temperatur hier. Schon langsam anfängt. Dass die Heizung funktioniert. Ja, sieht schon ganz gut aus. Okay, gucken wir erstmal ein bisschen mit dem Thermometer rum. Mal sehen, ob wir irgendwo einen deutlichen Temperaturabfall hier haben. Hier unten. Aber ich glaube, der ist. Ich habe mich schon wieder erschrocken, weil es ein bisschen gedonnert hat. Aber ich glaube, der ist oben, Leute. Nee, 10 Grad. Okay, wir gucken mal. Wehe, du bist im. Hallo? Im Keller, Grant. Das ist auch nicht gut. Keller ist gar nicht gut. Und oben auf dem Flur ist auch nicht gut. Nee, okay, wir gehen nach oben. Ist jetzt noch ganz ruhig, ganz friedlich. Vielleicht müssen wir einfach nur mal die erste Tarotkarte ziehen. Dann geht's schon los. Gemütlicher Spieleabend mit Karten und so. Irgendwo ist noch das Ouija-Board. Dann gibt es noch ein Brettspiel dazu. Da war das erste Geräusch. Okay, hier ist auf jeden Fall deutlich zu warm. Gib uns mal ein Zeichen. Bist du hier oben? Klopf, klopf. Das kam irgendwo von hier auf jeden Fall. Hallo? Oh ja, frostig. Alles klar. Minus gerade. Und ich würde sagen, die waren auch nur hier, bis jetzt nur hier. Ganz ruhig, das war jetzt noch nicht der Geisternebel. So. Alles klar. Ich würde sagen, erstmal noch. Sieht gar nichts mehr von dem. Doch jetzt. Okay, mal gucken. Okay, Badezimmer ist auch noch kalt. Hier. Hoffentlich nicht hier vor der Tür. Komm schon, spring um. Hier draußen ist nicht mehr kalt. Nee, alles klar. Okay, bis jetzt hat. Tür zu. Dann ist er hier drin. Das ist gut. Alles klar. Thermometer hier rein. Ganz ruhig. Das erstmal hier rein, Tür zu. Alles klar. Hat das was hinterhergeworfen? Okay, super. Wir sind erstmal.
Okay, wir sind erstmal mutig. Nicht der Hangman. The Sun. Ich glaube, es ist gut für uns. Ich glaube, es war schon mal gut für uns. Die erste Karte war gut. So, ich glaube, das gibt uns Sanity zurück. Ja, wir hätten bestimmt nicht, waren bestimmt nicht mehr bei 100. Oh, das war gut. Die erste Tarotkarte hatten wir Glück. Alles klar, wir können auch schon Beweis eintragen. Und wir haben auch schon ein Foto. Dann können wir nach Hause fahren. So, wir haben nämlich auf jeden Fall gefriert. Dämon ist noch mit dabei. Gefriertemperaturen haben wir auf jeden Fall. So, dann nehmen wir schon mal ein EMF mit. Und was nehmen wir denn mit? Geisterbox. Sanity ist super. Wir haben die richtige Karte gezogen. So kann es gehen. So, Tarotkarten sind auch gar nicht immer böse. Wenn man Glück hat. So, und hier machen wir mal alles zu. Dass wir merken, wenn der hier irgendwie rausschleicht. Warum ist das hier nicht an? Viel besser. Viel besser. So, hier ist auch alles zu. Klopf, klopf. Da war er schon wieder. Kannst du uns nochmal ein Zeichen über das EMF geben? Wenn du hier bist, gib uns mal ein Zeichen. Ganz harmlos übers EMF einfach so. Es muss jetzt nicht gleich aus der Ecke springen. Hallo? Grant. Ja, so ähnlich. Nur das EMF dabei noch auslösen. Grant Clark, gib uns mal ein Zeichen. Bist du hier, dann löse das EMF aus. Der wartet, Leute, der wartet. Bis er uns jagen kann, sage ich. Mach mal Licht aus, mal im Dunkeln. Gib uns mal ein Zeichen, bist du hier? Da hat was geworfen. Yep. Oh, oh, okay, okay, okay. Tür, EMF5. Schnell, Fotoapparat, vielleicht haben wir sogar noch... Wie ist die Interaktion? EMF5. Dann ist der Dämon aber wieder raus, ne? Das war jetzt aber auch ganz sicher. Ganz sicher. Okay, gefrierte Patronen, EMF5. Jetzt, wo er gerade in Laune ist, vielleicht kriegen wir doch noch ein Geisterfoto. Wenn du hier bist, kannst du dich vielleicht einmal ganz kurz zeigen. Grant Clark. Irgendwas brummt hier auch mit der Hund ganz komisch irgendwie. Oh, 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 ganz ruhig. Gib uns mal ein Zeichen. Bist du hier? Da nochmal die Tür. Fotografieren die einfach nochmal für Interaktion. Oder Fingerabdrücke. Kannst du dich einmal kurz zeigen? Nur ganz kurz so. Wir warten auch schon mal an der Tür. Obwohl, das ist nicht gut, wenn wir die zu lange auflassen. Rennt er nachher raus. Ich glaube, er ist schon halb raus. Schön hier drin bleiben. Gib uns mal ein Zeichen. Zeig dich. Der jagt uns höchstens dann. Der wird sich vorher wahrscheinlich wieder so ein lauer Geist. Der wartet die ganze Zeit und dann legt er los. Mit einer Jagd sofort. Ich habe kein gutes Gefühl. Weil er noch nicht einmal irgendwie hier. Zeig dich doch einmal kurz. Oder gib uns noch irgendein Zeichen. Nee, 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 nee. Nee, wir müssen erstmal raus. Achso, Moment, nee, wir. Moment. Wir bleiben doch noch ein Sekündchen. Bist du vielleicht hier? Wo bist du? Wie alt bist du? Warum bist du hier? Oh, verdammt, habe ich mich schon wieder erschrocken. Was willst du? Nee, nee, nee. Wahrscheinlich ist die Geisterbox doch gar nicht mehr dabei. Ich schätze mal, Orbs und Dots könnte jetzt noch sein. Raus, 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 raus. Raus, raus, raus. Komm, wir riskieren noch einmal eine. Puh. Jetzt haben wir die wieder nicht benutzt, die ganze Jagd über. Wenn wir die falsche Karte ziehen, war es das mit der Jagd. 3, 2, 1. The Wheel of Fortune. Das Glücksrad. Ob das gut oder schlecht ist? Ich glaube, das ist auch wieder gut. Das war auch wieder eine gute Karte. Guckt mal. Zweimal Glück gehabt bis jetzt. Alles klar.
Schon wieder ein besseres Gefühl bei dieser Jagd. Schon wieder ein viel besseres Gefühl, wenn man so beim Kartenziehen Glück hat, ist das schon mal viel besser fürs Gefühl. So, wir nehmen mal einen Buben mit rein. Vielleicht, hallo? Will Grant ja was aufmalen? Alles gut. Alles friedlich. Wir ziehen immer die richtigen Karten. Was soll da schon schief gehen? Da kann doch überhaupt nichts mehr schief gehen jetzt. So, zeig mal her, wo deine Orbis rumfliegen, Grant. Grant Clark, wenn du hier bist, dann gib uns ein Zeichen. Zeig dich einmal. Sehr atmosphärisch gemacht, super cool. Wir hätten mal gucken, vielleicht haben wir sogar schon Fingerabdrücke, müssen wir gleich mal gucken. Okay, hier überstrahlt es zu sehr, da können wir gar nichts sehen. Packen wir erstmal hier hin. Ja, alles klar. Da war er an der Tür jetzt. So, die erstmal. Warum ist es so dunkel hier? Ach, deshalb. Kein Licht an. Schreib was in das Buch. Clark Grant, schreib was in das Buch. Und wo ist unser Fotoapparat? Da, ein Foto haben wir noch drauf. Kannst du dich vielleicht einmal kurz zeigen? Ganz kurz. Und da hinten in der Ecke wäre super. Und ohne singen und schreien. Rübsen und hauchen. Einfach nur so da stehen. Reicht völlig aus für ein Bild. Geräusche werden nicht mitfotografiert. Clark Grant, schreib was in das Buch und zeig dich einmal. Weil ich irgendwie nicht mehr hier rumstehen will in deinem eiskalten Kämmerchen. Ist überhaupt noch kalt hier? Ja, ist noch kalt hier. Tatsächlich! Ja gut, ja nee, ist klar, Clark, ist in Ordnung. Das ist, ich weiß auch nicht, sind das ganz viele Els und dazwischen, naja, wir gucken mal. Hast du dir auf jeden Fall Mühe gegeben, finde ich gut, ganz stolz auf dich. Können wir nämlich erstmal die Tür zumachen. So, raus, alles klar. Tür auf, Tür auf, Tür auf, Tür auf. Und wir können Buch eintragen. Shade. Oh, hatten wir lange nicht einen Shade. Ewig und überhaupt schon lange nicht mehr. Das ist doch einer der schüchternsten Geister gewesen. Dann vielleicht deswegen jagt er uns auch nicht und zeigt sich auch kein Stück. Salz. Okay, da gucken wir, dass wir noch ein paar Fotos kriegen. Wir nehmen das mit rein. Dann auf jeden Fall Taschenlampe für Fingerabdrücke. Dann holen wir nochmal einen frischen Fotoapparat. Vielleicht haben wir ja Glück. Knochen haben wir schon. Haben wir die Tarotkarten fotografiert? Haben wir auch fotografiert. Und wir haben auch schon ein paar benutzt. Kann keiner sagen, dass wir den verfluchten Gegenstand nicht benutzt haben. So. Das hier rein. Das hier rein. Gleich nochmal wieder da. Oder wir kriegen mal zur Entspannung und zwischendurch so als ab. Vielleicht auch mal wieder etwas ruhigere Jagd. Für die Nerven gar nicht schlecht. Wenn so ein friedlicher Shade auch mal ein bisschen friedlicher ist. Trotzdem würde ich sagen, Kruzifix im Zimmer schadet nicht. Und nochmal die Kamera mit. Dass er aber auch Glück hat mit den Karten. So, dann, wenn wir alles fertig haben, ziehen wir zum Abschluss noch eine Karte. Und das wird dann der Hangman. Obwohl, ich glaube, es reicht. Wir müssen auch keinen. Wir haben ja zwei Karten. Das reicht doch. Ne, wir haben ja zwei Karten gezogen. Zweimal mutig gewesen. So, und jetzt sind wir vorbereitet, dass wir noch ein paar Fußabdrücke wenigstens kriegen. Mal schon kein Foto kriegen. Ach ja, genau. Und hier so ein Kruzifix ist immer gut. Am besten hier vorne, da kann er zumindest schon mal neben uns nicht direkt so loslegen. Alles klar. Und da ist er auch schon. Er läuft einfach mal übers Bett. Wie gut. Ging das vorher auch schon? Nee, ne? Dass die Fußabdrücke auf dem Bett hinterlassen oder sogar in der Luft. Okay, jetzt müssen wir mal ein Foto noch aufheben. Wenn du hier bist, dann zeig dich vielleicht einmal kurz. Clark Grant, kannst du dich zeigen? Der zeigt sich nicht. Clark Grant, zeig dich einmal, wenn du hier bist. Was er auf den riesen Abdruck hier reingetreten hat.
Das Seil richtig im Teppich verschwinden lassen, richtig versenkt. Clark Grant, zeig dich einmal, wenn du hier bist. Und ich weiß, dass du hier bist. Ich schätze, er wird sich nicht einmal zeigen. Hallo? Ganz ruhig, ganz ruhig. Bis jetzt läuft doch alles gut mit uns hier. Haben wir so super hingekriegt. Was die Beweise gezeigt, bist durchs Salz gelaufen. Ist keine Herzinfarkt-Schockeffekte ausgelöst. Hallo? Hat Glück beim Kartenspielen. Super Abend. Machen wir die Tür zu hier. Vielleicht mag er das nicht. Oder hier so ein bisschen. Kannst du dich einmal zeigen, wenn du hier bist? Ansonsten fahren wir jetzt nach Hause. So vom Gefühl her. Ist das auch genau der richtige Zeitpunkt, dann langsam nach Hause zu fahren? Wird er doch noch irgendwann sauer. Clark Grant. Gib uns mal ein Zeichen. Und zeig dich. Vielleicht muss er doch mal eine Tarotkarte ziehen. Hallo? So, raus. Jetzt ist wahrscheinlich kein Foto mehr, jetzt kommt er wahrscheinlich gleich irgendwo um die Ecke. Raus, 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 raus. Raus, 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 raus. Du bleibst hier. Wir gehen erstmal kurz raus und überlegen, ob wir uns noch trauen, doch nochmal so eine Karte. Ansonsten haben wir jetzt alles, ne? Wir haben alle Beweise. Und wir haben Tarotkarten, haben wir die Knochen. Interaktion, 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 Schritte. Oh. Wir können doch kein Geisterfoto mehr machen. Wir haben alles voll fotografiert. Das Album ist voll. Das Fotoalbum für die Woche ist voll. Da passt nichts mehr drauf. Mist. Da können wir eh kein Geisterfoto mehr machen. Oder... Oh! Okay. Okay. Okay, das war gut. Der wird doch noch... Wir machen einfach eins. Vielleicht kriegen wir das nicht mehr ins Album rein, aber ich glaube, die Mission zählt trotzdem, wenn man den Geist noch aufs Bild kriegt. Ich will da jetzt aber gar nicht mehr rein. Das hat so gepasst. Er hat auch die Sicherung rausgemacht, mit Sicherheit, jetzt sofort hier. Ja. Alles klar. Jetzt habe ich so gar kein gutes Gefühl mehr, auf einmal hier zu sein, Leute. Wir sollten überhaupt nicht mehr hier sein. Ich glaube, wir riskieren jetzt auch viel zu viel schon wieder hier. Für so einen Erfolg. Hallo? Clark Grant. Zeig dich vielleicht doch einmal. Wenn du jetzt schon so langsam aktiv wirst, kannst du dich doch auch ruhig einmal ganz, ganz kurz zeigen. Wir sollten überhaupt nicht mehr hier sein, Leute. Wir sollten so überhaupt nicht mehr hier sein jetzt. Wir brauchen auch keine Karte mehr jetzt benutzen. Das geht auch so. Clark Grant. Der jagt uns gleich. Der jagt uns gleich, Leute. Wo laufen wir hin? Wo laufen wir hin? Wo laufen wir hin? Im Keller. Hey! Ho! Super! Wie wär's denn nochmal ganz kurz mit auftauchen? Aus EMF dreht durch. Wir sollten überhaupt... Zieh doch noch die Dusche an. Oh, jetzt wird's richtig gut. Jetzt wird's nochmal richtig gut. Die Haustür im Auge behalten. Die Haustür im Auge behalten. Clark Grant, zeig dich ganz kurz. Aber leg dir vorher ein Handtuch um, falls du gerade aus der Dusche kommst. Wenn du hier bist, kannst du dich einmal zeigen. Ich habe so kein gutes Gefühl, Leute. Er ist so friedlich die ganze Zeit und jetzt... Hey, hey, wir sind da doch mal ganz kurz... Raus. Es fing so gut an. Es fing so gut an. Es fing so gut an. Mit dem und allem. Hier doch mal Zeit für eine Kürbiskrönung. Das bringt uns gerade wieder auf etwas mehr als 60. Dann gehen wir wieder rein. Wir laufen in den Keller, Leute. Wir laufen in den Keller. Ich glaube, wir gehen auch sowieso erstmal wieder Strom anmachen. Warum sind wir noch hier? Warum sind wir überhaupt noch hier? Warum sind wir noch hier? Wir könnten auch eigentlich längst nach Hause fahren. Oh, oh. Oh, ich dachte schon, ich höre stampfende Schritte die Treppe runter. Ich dachte schon, der ist auf dem Weg.
Alles klar, jetzt haben wir erstmal wieder Licht. Dusche läuft noch. Okay, ich würde sagen, jetzt hat er sie ausgemacht. Gerade wo wir es ansprechen, manchmal habe ich das Gefühl, der hört auch wirklich die ganze Zeit zu irgendwie. Moment. Doch, ist noch kalt hier, ist noch kalt hier, alles klar. Wenn. Noch besser. Besser, erstmal Licht anmachen. Wenn du hier bist, dann zeig dich doch jetzt einmal ganz kurz. Clark Grant, gib uns ein Zeichen und zeige dich. So, jetzt sind wir erstmal wieder hinten an der Treppe. Mm-mm. Tür im Auge behalten. Warum sind wir immer noch hier? Wegen dem Foto. Ich will hier aber nicht mehr sein. Können wir nicht. Wir fahren jetzt auch gleich nach Hause. Es ist wieder der Zeitpunkt, ihr wisst Bescheid, der Zeitpunkt, wo ich eigentlich, ne, ihr wisst Bescheid. Wenn ich dann immer diesen Zeitpunkt erreiche, wo ich sage, wir sollten jetzt wirklich dringend nach Hause fahren, dann sollten wir das auch tun. Weil immer wenn wir dann nicht gefahren sind, ist es schief gegangen. Und genau diesen Zeitpunkt haben wir jetzt erreicht, so vom ganzen Gefühl her, dass wir jetzt fahren. Das geht noch schief, das geht noch schief, das geht noch so schief. Wenn wir jetzt nicht fahren, sage ich. Das dritte Mal angehaucht jetzt da oben und angehält. Es reicht. Ich meine, das ist doch auch... Guck dich mal die Aktivität an. Wenn wir da jetzt noch einmal reingehen, kommen wir nicht mehr raus, sage ich. Kommen wir nicht mehr raus. Puh. Vor allem, wir haben nicht mal im Keller geguckt, ob da überhaupt die Schrank zu verstecken ist. Vielleicht ist ja gar keiner. Dann rennen wir in den Keller und dann war es das. Ich schätze mal, wenn wir jetzt, der klappt gleich die Tür zu, wenn wir hier drin sind, jetzt gleich. Nee, nee, Leute. Das ist überhaupt nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut, was wir jetzt hier gerade machen. Das, warum machen wir das an überhaupt? Nein, das machen wir nicht. Das ist überhaupt nicht gut. Nein, nein, nein. Lass die Tür auf. Lass die Tür auf. Lass die Tür auf. Okay, reicht. Nee, nee. Nee, nee. Der ist aktiv genug geworden jetzt langsam. Reicht auch. Wir brauchen das, ne? Wir haben ja eh das Album ist voll. Es war auf jeden Fall eine sehr erfolgreiche Jagd. Wir haben auch alles eingetragen, ne? Shade. Hat man wirklich lange nicht als Geist. Richtig, richtig lange nicht. Hat friedlich angefangen und dann jetzt wird es langsam gefährlich im Haus. So richtig gefährlich. Wir haben auch die Tarotkarten benutzt, haben wir auch alles gemacht. Ne, wir können beruhigt nach Hause fahren. Fahrrad, fahren! Jauts! So richtig Abfahrt. So, sehr schön, wir sind abgefahren. Wir sind sowas, Mann, sind wir abgefahren. Was für eine abgefahrene Jagd. So, okay, wir haben 250 Dollar verdient mit unserem, 210 Dollar verdient mit unserem Shade. Wir haben 160 Erfahrungspunkte, das ist auch alles super. Und wir haben, waren 9 Minuten im Licht, 11, wir waren wieder länger im Dunkeln, 11 Minuten im Dunkeln. Wir haben auch lange in seinem Geisterräumchen gestanden. 9 Minuten im Geisterraum, 17 Minuten im Haus, etwas mehr als 20 Minuten auf der Jagd. Wir hatten 3 Geisterereignisse, keine Geisterjagd, aber es wäre mit Sicherheit eine losgegangen. Und 49 Geisterinteraktionen. Auch auf der Jagd war wieder was los, auch wenn es friedlich angefangen hat. Aber der war ja dann doch zum Ende noch ganz gut unterwegs. Okay, wie immer sage ich vielen, vielen Dank fürs dabei gewesen sein, fürs Zusehen. Wenn euch diese kleine, etwas friedlichere Geisterjagd gefällt, mich riesig über einen Kommentar, einen Daumen nach oben. Wenn ihr jetzt gerne mehr sehen wollt, lasst ein Abo, da würde ich mich aber dabei freuen. Ansonsten, liebe Leute, bleibt gesund und tschüss und bis zur nächsten Geisterjagd.